Zum 14. Mal Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften, diesmal im neu erbauten Sportforum von Budapest. Und was die Namen betrifft, so sind die Teilnehmerfelder hier etwas schwächer besetzt als in den Vorjahren. Das hat sicher mit den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu tun, die ja Anfang August in Helsinki stattfinden. Dennoch 8 Titelverteidiger aus dem Vorjahr dabei, 5 Europameister von Athen und 5 Olympiasieger. Die erste Laufentscheidung des heutigen Tages, 60 Meter Hürden der Frauen. Und ganz erfreulich aus Sicht der Bundesrepublik, 2 Läuferinnen des Deutschen Leichtathletikverbandes dabei. Auf Bahn 1 ganz oben zu sehen, Edith Oker aus Leverkusen. Und auf Bahn 6, also im Bild Vordergrund, die deutsche Meisterin und Mitinhaberin des Rekordes, Ulrike Dink vom ASV Köln. Die große Favoritin aber auf Bahn 5, Bettine Jahn-Gerz aus Karl-Marx-Stadt aus der DDR, die bis auf 400 Sekunden schon an die Hallenweltbestzeit herankam. Bettine Gerz ganz klar in Führung an zweiter Position, Kerstin Knabe ebenfalls aus der DDR. Doppelsieg für die DDR und 7,76 Sekunden, das ist die bislang inoffizielle Zeit, das wäre neuer Hallenweltrekord. Die alte Bestleistung stand bei 7,77 Sekunden und wurde gehalten von Sofia Bielczyk aus Polen. Diese Zeit stellte die Polin vor 3 Jahren bei den Hallen-Europameisterschaften in Sindelfingen auf. Verbesserung also des Hallenweltrekordes um 1/100 Sekunde. Ja, Bettine Gerz dreht den Spieß um. Im Vorjahr war sie immer knapp hinter Kerstin Knabe aus Leipzig. Diesmal DDR-Hallenmeisterin, nun Hallen-Europameisterin. Und wenn die Zeit bestätigt wird, Hallen-Weltrekordhalterin. Bettine Jahn-Gerz aus Karl-Marx-Stadt hatte allen Grund, sich zu freuen, denn sie verbesserte den Hallenweltrekord von Sofia Bielczyk aus Polen sogar um 200 Sekunden auf 7,75 Sekunden. 2/10 dahinter Kerstin Knabe aus Leipzig, also ein deutlicher Abstand. Sie 19 Jahre alt. Bettine Jahn, vielleicht achten Sie einmal darauf, die sich in der Grundschnelligkeit ganz speziell deutlich verbessert hat in diesem Jahr. Zweite von unten, 4. von unten, Kerstin Knabe. Oka, die Bulgarin, 483. Dann Bettine Jahn. Und Ulrike Deng, BRD, 19 Jahre alt. Bettine Jahn, vielleicht achten Sie einmal darauf, die sich in der Grundschnelligkeit ganz speziell deutlich verbessert hat in diesem Jahr. Zweite von unten, 4. von unten, Kerstin Knabe. Oka, Majuvenitz, Knabe, Nagotschewa, Jahn, Denk. Und von Beginn an in Führung. Ungefährdet. Schon jetzt ist der Sieg klar. Bettine Jahn, zweite Kerstin Knabe und dritte Mario Ivanis. Und 7,76. Das wäre, wenn es offiziell ist, Weltbestleistung in der Halle. Ist das ein Aufgang? Sofia Bielczyk sprintete 7,77 1980 in Sindelfingen. Ich hatte es fast vermutet, dass Bettine Jahn an diese Zeit herankommt. Wunderbar flüssig und super schnell dieser Lauf. Und auch Kerstin Knabe wird noch eine sehr gute Zeit haben. Dritte die UdSSR-Läuferin und vierte die Bulgarin. Und wir wollen jetzt das Spiel nochmal anführen.